Go. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Conan Exiles Quattro Barbarossi. Ich lasse das einfach mal laufen. Mit der Queen Edidala. Hallo, der Zockerrübe. Dem Avonacho? Moin, moin, wo ist er hin? Du warst eigentlich noch da. Moin, moin, sagt er. Da. Moin. Der ist um die Ecke gegangen. Moin geht immer. Und nee, der ist doch hier. Ich sehe doch hier drei Leute. Wo ist er denn jetzt? Wieder reingegangen. Da ist er wieder, der Baumeister. Der ist unheimlich. Wo ist er denn? Hier, hinter der Tür. Ah, okay. So, und das Dach steht. Jawohl. Da guckt doch einer ein Fenster rein. Wer ist das denn? Die Queen! Ich denke mal, was ist das denn für eine schwarze Gestalt hier, ey? Mega geil. Ach, herrlich, Leute, herrlich. Hat eigentlich jeder von euch jetzt wieder Pfeile? Also Pfeile sind in der Kiste, ne? Ja, ich mache eh nur Krams damit. Wisst ihr Bescheid, ne? Ah, repariert. Och, Die geht Ziege nicht. hängt immer noch oben im Dach vom Baum. Auf dem Dach vom Baum. So, zwischendurch hatten sie unsere Sklavenräder wieder abgeschaltet. Versehentlich wohl. Mal gucken. Wie lange braucht die Dame denn da noch? Die ist jetzt ja halb voll, etwas mehr als halb. So, dann gib ihr noch ein Bier. Wollten wir jetzt zur Hand noch rüberlaufen, zwei um Bier da für die Tänzer Dame. zu besorgen? Ja, ne? Ja, aber wir können die jetzt gerade noch nicht versklaven. Ich weiß nicht, wie lange der hier so rumdümpeln mag, weißt du, wenn wir den jetzt holen. Den Sklaven. Das weiß ich nicht. Wo könnten wir uns denn sonst nochmal. Was können wir denn sonst mal. Ich hole nochmal Metall. Ja, ich glaube auch, ich hole auch Eisen. Ja, was? Hm? Hattest du Ja. nicht irgendwo noch irgendwie noch Werkzeuge so? Ah, hier. Ja, guck mal da. Eisenpickel. Ich Darf ich sag Eisen zwei. nehmen? Ja, klar, zwei müssten fertig sein. Oder auf dem Weg jedenfalls. Nice. Oder nee, einer war fertig, zwei sind in der Herstellung und den vierten, den muss ich dann gleich angehen, wenn wir genug Metall eingeschmolzen haben. Ja, dann tue ich mal nämlich die anderen. Warte, ich hole mir. Eisenaxt. Und eine Feueraxt ist da auch noch drin, aus Metall oder zwei. Ist denn schon ein zweiter Eisenpickel fertig? Ja, da ist ein zwei Eisenaxt waren drin und drei Eisenpickel. Ach, sind die so schnell? Okay. Und hole ich mir das nochmal eben schnell. Ja, zwei Eisenpickel sind noch da, eine Eisenaxt ist da. Nee. Doch. Nee, doch. Nein, doch. Oh. Oh. Genau. Nein, doch. Oh. Genau. Braucht man denn noch irgendwie Rohstoffe, Eisen und Kohle oder sowas? Kohle haben wir ganz viel. Eisen kann nie schaden. Weil das ist ja hinten um die Ecke auch was gewesen, ne? Rüdchen, sollen wir uns beide mal hier hintrauen, da wo das andere Dorf ist? Ja, ich komme dir gerade hinterher, meine Liebe. Welches Ja, da Dorf? ist Oder? Wo bist auch du denn rechts jetzt? von uns. Was Bist du das, die Treppe gerade wo das runter? große Ja. P auf der Oh. Karte ist? Moment, ich kann gerade nicht gucken. Ich habe eine Hyäne hier. Meinst du das Dorf Also. in diesem riesigen Fels? Ja, Wo da ist auch viel wir Eisen. beide letztens waren, ja? Treppe runter und dann rechts. Da sind wir Ach so, hier gerade. direkt gegenüber, Ja, da. genau. Okay. Ja, Weil so wenn hat viel man aber Weisen. dann müsst ihr einen Knüppel mitnehmen. Ne? Also tötet keinen Tänzer. Ich will es mal so formulieren sonst. Kein Tänzer töten. Man Den soll das Knüppel hatte angeblich ich nie. singen. Rübchen hatte einen Knüppel. Hast du den noch, Rübchen? Ja. Oh! Ich kann euch auch noch mal du brauchst auch ein Seil, ne? Ohne Seil kannst du den nicht abschleppen. Schwierig. Ich komme gerne mal eben rüber. Ich versuche dir sonst auch mal ein Seil zu craften. Genau. Wir Du gehen schon musst mal. dir fesseln dann. So, Ich hier ist habe einen nochmal Knüppel, ja. Eisen. Und haben wir irgendwo eine Kiste mit Stein? Wie erkenne ich die Tänzer denn? Also steht drüber, wenn du nachher noch dran bist. Ah, da kommt schon einer. Aber Er angeblich ist ein sollen Kämpfer. die sollen halt schon tanzen. W have your soul. Angeblich sollen die tanzen. Okay, ich nehme jetzt auch erstmal ein bisschen an Eisen mit. Ah! Oh, wir kriegen Pfeile in den Kopf geschossen.
Ja, da musst du... hat mich hier getroffen gerade. Da musst du durch. Alter. So, Pickaxe ist also auch unterwegs jetzt. Vielleicht tot. Nein, ablegen. So, okay. Ihr braucht noch ein Seil. Okay, ich stelle nochmal ein Seil her hier und dann komme ich mal eben zu euch, damit wir... Aber wie gesagt, unsere Sklaven sind noch nicht fertig. Es kann pro Rad erstmal nur ein Sklave ran. Und man kann größere Räder nachher bauen. Da können dann 4 oder 8 Sklaven gleichzeitig Wieso rein. Kann ich denn keinen Pfeil hier bestücken? Wie war das denn? Das hatte ich gerade auch. Du musst beides in dein Inventar ziehen. Nee, die Pfeile musst du einfach auf den Bogen droppen. Habt ihr mir gesagt, meine ich. Aber ich glaube, das darf nicht im Gürtel passieren. Das muss im Inventar passieren. Das kann sein. Seid ihr noch in dem Lager oder Ach nicht? Ach so. Ja, ich werde hier gerade wild von dem beschossen. Jetzt aber ich komme gerade mal hoch. Rübchen ignoriert er total. Das ist sehr witzig. Ja, komischerweise, aber nicht mehr lange. Aber ich kann nicht schießen. Ah, doch, jetzt. Oh, hier sind noch mehr. Hier kommen Kämpfer. Die brauchen wir nicht. Hörst du auf, mich mit Pfeilen zu beschießen, du Affenarsch, ey. So, Moment. Aua, aua. Oh, ja, hier sind der eine ist viele kaputt. Noch. Hier sind noch ziemlich viele. Oh, es tut also doch hier, so leid. Hier ist kein Tänzer, wenn ihr mich fragt. Ist hier kein Tänzer. Nee. Sollen wir dann jetzt gleich die Schlafsäcke von denen zerstören? Nö. Oh, wow. Ich habe keine Ausdauer mehr, deshalb kann ich nichts machen. Oh, Vorsicht, hinter dir. Hinter dir ist... Toll. Ich bin auch tot. Alter. Ich muss das unbedingt mal nächste Woche, also nach unserer Aufnahme ausprobieren, wie ich den Server einstelle, dass wir hier wirklich unser Inventar verlieren. Weil ich finde es blöd so irgendwie gerade. Du kannst immer wieder rüberlaufen und ich meine, gut, wir geben uns ja trotzdem Mühe, aber, ne? Man könnte jetzt ja auch noch so eine unendliche Kamikaze-Aktion immer wieder rein. Und das ist ja irgendwie doof. Ja, das stimmt. Jetzt hau doch die Kackhyäne hier, Mando. So. Ich hol mir jetzt... Welche Tiere brachten nochmal gutes Fleisch? Nashörner und Krokodile auch? Nein, oder? Dieses Exotische, meinst du? Ja. Oh, was war das nochmal? Also Nashorn war es, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Aber in die Steinkiste habe ich dir nochmal ein bisschen Stein gepackt, ne? Das ist nicht so viel, weil ich überwiegend auf Metalljagd bin, aber... Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, ich bin schon wieder tot. Alter, willst du mich verarschen? Ach, gehst du da wieder zu dem Lager jetzt hin, oder wie? Ja, ich war wieder rübergegangen. Ja, ich auch. Wie gesagt, die sind, also Tänzer sind da nicht, sag ich mal. Ne? Nö, oh, einer ist tot. Die finden wir hier bei der Hand, die Tänzer. Aber ich will noch einer. Ganz gerne mal das Lager clearen. Bist du da oben, Queenie? Ja. Oh, der ist auch tot. Puh. Hab sie alle, glaube ich. Ach, da kommt noch eine Hyäne. Hast du sie noch alle? Oh shit, das hat nicht funktioniert. Queenie hat sie alle. Man kriegt Tierhaut, wenn man einen Typen aus... Oh, hier ist ja noch einer. Oh, au. Komm. Oh, oh, oh. Uiuiuiui. Man kriegt Tierhaut, wenn man die Menschen hier auseinander nimmt. Das finde ich auch sehr interessant. Shit. Ja, ich werde die mal gerade eben... Ah ne, da kriege ich nur Menschenfleisch raus aus der... Ja, ich habe das mit dem Dolch gemacht, mit dem Steindolch. Ja. Naja, wir haben uns jetzt auf jeden Fall nicht so beliebt gemacht. Das ist mein eigener Kadaver.
Wow, 2 HP noch oder so. Oh oh. Ich muss dringend mal irgendwie Bogenschießen skillen, weil der Bogen bringt gar nichts momentan. Nee, bei also, mir auch nicht. Es ist. Ja, ich denke mir, das ist einfach fehlender Skill irgendwie so. Aber ganz knapp überlebt. Gibt's denn hier wahrscheinlich noch irgendwas Besonderes? So viel zu, du sag mal eben schönes Fleisch. Das war wohl nix. Das war ein ich Satz hab, mit X. Ich habe 12 Kristalle. Wow. Oh, cool. Durch die Typen gekriegt, oder was? Ja, das bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, von den, also man kann die auch durch Steinabbau. Also irgendwo habe ich, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal irgendwo drei. Weißt du, wann wir das kriegen jetzt wahrscheinlich, wo wir eine Eisenpickerhacke haben? Könnte nee, sein, ich hatte mal schon 3-4 Folgen. Ach so. Also das kann es auch nicht sein. Muss mal nach Hause, ich bin 99% voll. So. Ich kann eine Stufe aufsteigen, auch sehr geil. Was richtig, mach ich, denn ich mal? Auch. Und ich muss erstmal, ich muss dringend mal ein paar Skillpunkte hier verteilen. So, was nehmen wir denn mal? Belastung geht eigentlich, ne, was ich tragen kann. Wie viel Belastung hast du? 5. Oh ja, geil. Ich würde jetzt ganz gerne... Vitalität, Überleben. Bestimmt eine Bewegungsfähigkeit mit verschiedenen Kleidungsarten. Hm. Maximalgesundheit, den Schaden, den du mit Fernwaffen verursachst. Maximale Ausdauer. Ach Quatsch, was war ich? Präzision. Okay. Und dann Rezepte lernen. Was kann ich denn jetzt nochmal für Rezepte lernen? Ach, ab 6 kostet das dann, ab 5 oder ab 6 kostet das plötzlich 2 pro Skillpunkt. Krass. Oh, okay, wow. Sehe ich gerade. Oh, das ist... Das ist nicht so. Nee. So, was könnte ich denn hier mal lernen? Rezepte lernen. Also ich würde ganz gerne mal den Zimmermann lernen, weil dann kann ich den Arbalestenschützen lernen. Dann kann ich nämlich eine Armbrust machen und Eisenbolzen. Cool. Ich mach mal den Zimmermann. Ach, und dann kannst du so nur deine Schilder haben. Ich sehe das doch. Werkbank eines Zimmermanns, geformtes Holz, Holzschild, Wandschild. Kann ich dann auch machen. Super. Ich bin erst Stufe 13 und auch als gerade so gerade. Also. Handwerkerlehrling habe ich doch. Warum kann ich denn die Fackel nicht lernen? Stufe 8, Kosten 1. Ach so, dafür müsste ich erst die Fackel haben. Ah. Eisernes Breitschwert. Ach toll. Für das eiserne Breitschwert muss ich auch Schmied erst lernen, sonst kann ich das Breitschwert gar nicht machen. Okay, dann würde ich wahrscheinlich mal das Breitschwert lernen. Ja, hallo, nicht, Hyäne. Ne? Gehst du mal bitte kaputt jetzt? Oder wer von euch hat Schmied eigentlich gelernt? Also ich habe diese Schmiedbank dahingestellt. Ja, dann hast du auch Schmied gelernt, ne? Das sollte man meinen, ja. Hast du auch ein Schwert, hast du auch normales Schwert schon gelernt oder noch nicht? Lass mich mal schauen. Weil wenn du normales Schwert herstellen kannst. Nee, kann ich noch nicht. Also 3 freischalten brauche ich. Könnte ich aber machen. Das normale Schwert kostet 3? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach nee, das ist das eiserne Breitschwert. Ja, ja, eben, genau. Das könnte ich auch machen. Also musste jetzt noch nicht, ich will da denn nicht reinreden, aber ich müsste erst die 3 Punkte in Schmied stecken, um dann die 3 Punkte in das Schwert stecken zu können. Nee, ich kann das ruhig machen. Ich mache dann das eiserne Breitschwert. Aber ich guck gerade, ich muss jetzt sowieso irgendwie mal anfangen, ein paar... Hab ich jetzt gelernt. Ich muss sowieso jetzt mal ein paar Sachen nachskillen, die ich aufholen muss. Das mache ich dann hier an der Werkbank, okay. Dann machen wir mal eisernes Breitschwert. Ja, ach, was brauche ich dafür? Ich mache jetzt auch Schmied, was soll's. Also, irgendwie, ich könnte sonst gar nichts mehr machen jetzt. Nichts Neues jedenfalls.
Haben wir Kerzenmacher schon? Sonst lerne ich ja, den einfach. Ich hab den. Haben wir Kerzen? Nee, ne? Nee, noch nicht, aber ich kann den. Wie repariere ich denn meinen leichten Turban? Eigentlich brauchst du Leder dazu. Ah, okay. Nee, warte mal, weiß ich nicht. Warte mal, ist doch Sekunde. Reparier doch einfach mal und dann sagt er dir, was fehlt. Reparieren und dann sagt er, mehr Tierhaut erforderlich. Okay, alles klar. Okay, du Tierhaut hast ganz viel Tierhaut, Tierhaut in der Gerberei. Ja. Ja, und auch hier in der Werkbank liegt auch Tierhaut. Tierhaut, super. Avo, alles klar? Avo, du bist so leise. Was machst du denn gerade? Ich gucke was. Ich gucke was. Okay, alles klar. Ich dachte, du baust irgendwo vielleicht ein neues Haus schon oder sowas. So, Perfektomat. Könnt ihr auch wieder sein. Repariert hier. Also ein Dingens läuft noch durch. Wir brauchen noch mehr Eisen. Ein Schwert. Warte mal, Eisen habe ich hier doch gerade reingepackt. Eisen, wo brauchst du Eisen? Schmiede. Genau, in der Werkbank eine Schmiede, genau. Ach so, okay. Hier, wo ich vorstehe. Aber in der Schmiede ist... Also hier. Naja, okay, gut. Geht Guck, nicht schneller. Ich habe reingepackt. Ist das gut so? Ach so, Entschuldigung, nee. Wer hatte recht? Ich dachte, du hast schon das fertige, den fertigen Eisenbarren. Dann wäre es doch die Schmiede gewesen. Okay. Warte, da war dann, ich jetzt ein bisschen blöd. Ich räumst du um oder was? Genau, ich räume um. Okay. Danke. Super. So. Ich muss was essen. Ich besorge mir jetzt mal Materialien für so eine. Muss ich auch nicht hier oben aufstellen. Die kann ich irgendwo draußen aufstellen für so eine Jockgrube. Dass wir mal irgendeinen Schrein haben, um die ganzen Knochen wenigstens verwerten zu können. Vielleicht. Ja. Weil angeblich soll man mit diesem Jock Gott irgendwas mit den Knochen machen können. Und da ich aber nicht weiß, wie weit die auseinander sein müssen, ich muss die ja nicht bei uns oben hinstellen. Ich kann die ja draußen irgendwo platzieren. Behaupte ich mal. Meine Lieben, ich würde gerne noch einen weiteren Ofen bauen, den wir auch gerne außerhalb dieser vier Wände bauen können, wenn ihr wollt. Oder hier in diese Ecke. Weil ich glaube, mit einem Schmelzofen kommen wir nicht so weit. Nee, wenn du Ziegel herstellen willst, stimmt, haben sie mir auch schon geschrieben. Also eigentlich brauchst du mindestens zwei, ne? Also die Rede war von 3 bis 5, aber das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, 3 würde ich aber, wäre vielleicht nicht so. Du hast noch 2 Ecken zur Verfügung. Okay, ich besorg mal Stein, weil ich brauche 540 Stein dafür. Ja, übrigens, ich gehe mal mit, Queenie, weil wir brauchen eine ganze Menge Stein. Wir haben nämlich gar nichts mehr. Ja, genau. Liegt daran, dass ich es mir eben rausgenommen habe. Aber waren auch noch 200 drin. Ja, ist ja, wir können ja eben schnell. Alle gut. Wo bist du, Queenie? Bist du ich noch bin übrigens, in Richtung Fluss. Weil ihr die Gerberei ja ins Haus gestellt habt, da hatte man mir auch geschrieben. Also ursprünglich, also es wurde halt auch mit Eichenrinde gegerbt, also zum Anheizen. Und deshalb gibt es diese ganzen Eichelwälder oder Eichenwälder. Und die Eicheln selber hat man genutzt, um die Schweine zu füttern, was ganz praktisch war. Und es wurde dann eben aber auch mit Urin gegerbt. Aha. Oh, lecker. Ja, wer hatte die jetzt nochmal bei uns ins Haus gestellt? Das weiß ich auch nicht. Da kam irgend so ein NPC vorbei, der hatte eine Gerberei dabei und hat die einfach dahingestellt. Ich glaube eher, dass das derjenige war, der ganz nötig auch für 17 musste. Genau. Dann habe ich gedacht, scheiße, wohin mit der Gerberei? Ach, da ist okay. Genau, kannst du auch direkt noch dein Pipi drüber machen. Weil ich ja gesagt hatte, na, ob das nicht mal riecht, ja, es würde es. Ey, what the fuck? Wo? Was denn? Ach, tote Hyäne. Alter. Aber es hat einen schönen Beat, so ein bisschen so ein wo. Sicke. Genau. Becker, ich sagte ja in der ersten Folge nicht umsonst, dass wir größere Fenster brauchten. Ja? Wieso? Verstehe ich jetzt nicht.
Nicht. Na denn. Oh, Kinders, ich kann schon. Nee, du hast mir gesagt, du hast mir in der ersten Folge, wann meinst du jetzt heute oder? Ja, ja. Was? Ja. Dass wir ein größeres Fenster brauchen. Ja, und? Wegen der Uringerberei. Hab ich jetzt das. Ach so, ah, okay. Wo wegen soll ich denn den Uringerberei? Lecker! Ja, ich war überlegen, ob ich irgendwas falsch gemacht hatte gerade. Deshalb, dann ist okay. So, ich bringe den zweiten Ofen an den Start. Wo ist er denn? So, ich bringe mehr Stein an den Start. So, ich habe mal Holz geholt, ein bisschen. Da brauche ich auch nicht viel. Stein brauche ich noch. Okay, wie befeuern wir den denn mal direkt? Dann nehme ich mal die Hälfte hier raus und mache da mal nur Ziegel drin. Man kann auch Holz verfeuern. Wobei Kohle, wir wissen ja, ich glaube, die Kohle brennt länger, ne? Ja, ich glaube auch. Und wir wissen, glaube ich, auch nicht, was wir sonst mit der Kohle machen sollen, ne? Wohin mit der Kohle? Das Problem habe ich immer. Nein. Wohin mit deiner Kohle? Ja, genau. Nee, ich habe sowas Ähnliches. Wo ist die Kohle hin? Aber ja, genau. Das klingt so ähnlich, aber fühlt sich anders an. Wo ist die Kohle hin? Wo ist die Kohle hin? Genau. So, dann gucken wir doch mal eben. Ist denn da schon ein Sklave bei uns rausgeploppt oder so? Ist jemand da gerade? Nee, ne? Plöpp. Ich weiß, lauf mal hin. Ob da einer liegt. Ist da schon ein Sklave rausgeploppt? Plöpp. Ich hoffe, dass die heute mal was werden hier noch, wenigstens in der nächsten Folge dann. Wow, hello my dear. Oh, bei hier steht noch, wie lange steht denn das noch? Habe ich das jetzt etwa, was habe ich denn jetzt gemacht? So, ja was? Ich weiß nicht, irgendwie ist jetzt dieser Balken weggegangen, weil ich draufgeklickt habe, aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt passiert ist. Oh Gott, ich gehe nicht an dieses Rad ran. Also war ich jetzt schon. Jetzt habe ich, glaube ich... wenn du mal da wärst, ne? Ich gehe jetzt auch gleich... Ich ziehe auch schon die rechte Augenbraue kritisch nach oben. Ich habe also nur... Ich wollte halt gucken, habe auf diesen Fortschrittsbalken geklickt, weil ich gucken wollte, wie viel Restzeit da noch ist. Jetzt ist dieser Balken irgendwie weggegangen. Und ich weiß nicht... Nee, nicht im rechten, sondern im linken. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Oh Gott, wieso ist der denn weg? Ja, der fängt jetzt ganz von vorne an. Hast du den oben aus dem Inventar rausgenommen und wieder reingedruckt? Nee, ich hab nur unten rechts, unten, da ist ja so ein Balken. Und da habe ich mal draufgeklickt und dachte, ich kann keine Rechtszeit. Ja, aber klicken kannst du das gar nicht. Nee, der scheint jetzt komplett sich resettet zu haben. Das kann doch gar nicht sein. Unsere anderen Nachbarn sind übrigens auch weggezogen. Aber was? Welche? Die, naja, die anderen. Naja. Die links ist doch noch da, das Camp da. Wo ist denn da oben links ein Camp? Da, geradeaus. Wo du hinguckst, da ist doch ein Camp. Also ich sehe jedenfalls noch die Flagge da und ich sehe auch noch Gebäude da oben. Dann haben die das verkleinert. Nö, die Mädels waren eben da. Vielleicht haben die es verkleinert. Die Mädels waren da. Die, Nee, hier kann ja nicht, hier ist ja hier die Stadtflucht oder sowas. Dann kann ja nicht jeder abhauen. So geht's ja auch nicht, ne? So geht's ja auch nicht. Sollte ich jetzt noch einen dritten Ofen machen, wo soll ich den denn mal hinstellen? Weil den müsste ich dann zwangsweise vor irgendein Fenster stellen. Soll ich den einfach hier nebenstellen, neben den hier? Du kannst den Ofen auch draußen hinstellen, theoretisch, aber ja, das habe ich auch schon überlegt. Habt ihr hier alle gekillt, oder was? Ja, in der letzten Folge waren die da und haben sich da... Kleine Meinungsverschiedenheiten. Nur eine kleine. Ganz leicht. Na komm, jetzt mach schon... Ach, verdammt, Sklava braucht was zu essen. Hat jetzt gerade nichts mehr, deshalb wächst sie nicht weiter... Und schnell jetzt aber. So. Bett.
Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Ja, wie immer. Ich würde sagen... Unglaublich, ey. Aber in der nächsten Folge ploppt dann Sklave raus, ganz sicher. Plöpp, ganz... Plöpp, plöpp, plöpp. Das wär schön, wenn das so schnell gehen würde. Genau. Das wäre richtig cool, ja. Du hast Vorstellung. So. Okay. Nice. Ja. Wir können das allein mal einen Schlachtplan. Warte mal, wenn wir. Ach so, warte mal. Der Plan war, wenn da wieder Platz ist, besorgen wir uns einen Tänzer, oder? Damit wir dann endlich mal in diese Höhle gehen können, oder? Wegen Verderbnis. Rick-Deck. Das heißt, dann könnten wir ja nächste Folge rüber zur Hand, weil da sollen angeblich welche sein. Ja. Tänzer und sowas. Ja. Dann gucken wir noch mal. Das klingt doch nach einer guten Idee. Ja. Okay. Da, gut. Wo ist da noch die Mauer am Bauen? Ah, guck mal hier. Da, wo du bist so leise. Du Ingenieur des Westens. Ostens, was auch immer. Ist nicht leise, das ist still. Leise wäre ja, wenn er leise was sagt. Was soll ich dazu sagen? Avo, bist du dich am Concentration oder? Ich bin mich gerade am Laufen. Ich bin mich gerade am Laufen, hör mal. Ja, gut. Ne? Gut. Jetzt sind wir schon bei 26. Genau, dann gucken wir einfach mal nächste Folge, was sie hier so machen. Und Genau. Dann, da wird sich was finden. Jo. Okay, bis dann. Der Hase ist krank. Oh nee, doch nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Tschüss.